Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano. Nachdem wir in den zahlreichen letzten Videos uns die Kampagne zum Bruderkrieg angeschaut haben, die Fulda Gap Kampagne und zum Schluss jetzt ja die Airborne Assault Kampagne, geht's jetzt in die nächste, und zwar der linke Haken. Und es geht im Grunde weiter mit der Region um Kassel. Das Szenario wird hier ein bisschen weiter gesponnen, dass diese Luftlandeoperation des Warschauer Paktes, ich sag mal, mehr bzw. weniger erfolgreich war. Und dort setzt dann hier der linke Haken an. Ihr könnt das gerne hier pausieren, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt auf Ausgebildet und springen mal ins Intro. Beziehungsweise schauen uns hier noch an, mit welchen Einheiten wir diesmal unterwegs sind. Wir bekommen wieder Air Force Unterstützung. Wir bekommen diesmal die 3rd Armored Division der Briten als Unterstützung. Und auch die Belgier sind diesmal mit dabei. Außerdem das Territorialkommando Nord und die 2. Panzergrenadierdivision. Auf Seiten des Warschauer Paktes versuche ich es erst gar nicht auszusprechen, aber wir sehen auf jeden Fall, es sind nur sowjetische Einheiten und keine Einheiten der NVA mit hier in dieser Kampagne. June 26, 1989. World War III in Europe is fully unleashed. The Warsaw Pact's advance on Fulda continues. NATO's attention is drawn towards Centag and the upcoming battle for Frankfurt. But Maskirovka's deception is at play. A major new Warsaw Pact offensive will fall on Northag. In a left-hook strike, the Soviet First Guards Army breaks out of the Kassel salient. It aims to slice through Northag's soft underbelly, threatening to cut NATO forces in West Germany in half. The partially mobilized Belgian First Corps and the Bundeswehr's battle-mauled 2nd Panzergrenadier are all that NATO can muster, forcing the British First Corps to divert troops, weakening Northag. So dire the situation, rear area West German territorial reservists are thrown straight into frontline combat. The Warsaw Pact needs to secure the Dortmund Autobahn to reap the rewards of their high-risk gamble, while NATO must secure Kassel and re-establish the vital link to Centag. Sir, the Soviets have played a winning hand with their surprise attack on Kassel. Local NATO units were forced to withdraw in the face of superior forces and overwhelming firepower. Northag has been hastily redirected to shore up the defenses in this sector. This means our command is a hodgepodge of armies and units, including the West German 3rd Corps, the 1st Belgian Corps, plus 1st British Corps. If we coordinate well, we have a shot at retaking Kassel. Major? Sir, the battered Bundeswehr's 2nd Panzergrenadier Division has managed to stabilize the lines north of Kassel. Soviet armored spearheads are stalling in front of Göttingen, but remain a force to be reckoned with. Okay. Angeschlagene 2. Panzergrenadierdivision der Bundeswehr hat es geschafft, die Linie nördlich von Kassel zu stabilisieren. Die sowjetische Panzerspitze halten sich vor Göttingen zurück, sind aber immer noch eine ernstzunehmende Macht. For now we have contained the enemy advance. Additional British and Belgian armor and mechanized infantry are deploying as we speak. Use them to good effect, General, and take back Kassel. Gut, wir spielen diesmal als erstes, anders als bei den Kampagnen bisher, weil wir ja jetzt quasi nicht in ein neues Szenario einsteigen, sondern quasi ein bestehendes Szenario haben, wenn man so will. Und unsere primäre Aufgabe ist es, Kassel zurückzuerobern. Das, was wir letztes Mal in unserer letzten Kampagne noch geschafft haben, ist hier nicht der Fall, dass wir das gehalten haben. Wo ist denn jetzt Göttingen? Paderborn? Lippstadt? Ich kenne mich in der Region tatsächlich nicht so richtig aus. Höchster? Ist Göttingen gar nicht mit drauf? Okay, was wir hier sehen, wir haben wirklich eine bunte Aufstellung, vor allen Dingen, gut, hier die Reservetruppen nicht, aber wenn wir mal so durchklicken, hier fällt dann auf, hier sind Einheiten dabei, die haben schon Schaden erlitten.
Das Ganze sehen wir auch auf der Warschauer Paktseite. Das ist ganz interessant. Ich vermute aber, hier ist Göttingen. Ja, okay. Dass der Warschauer Pakt, ähnlich wie wir, natürlich auch noch Reserven hier haben, die natürlich bei 100% stehen. Und auch hier ist alles bunt gemischt. Und das Problem ist jetzt, wir haben eine sehr lange Front und wir wissen nicht, wo der Gegner was stehen hat und wo er im Rundenwechsel uns eventuell angreifen wird. Klar ist, die Autobahn 44 ist für ihn essentiell, die braucht er, das wurde im Intro auch gesagt, und wir müssen uns jetzt so ein bisschen dafür entscheiden, wo wir unsere Achse, unsere erste Angriffsachse führen. Wir haben hier Panzer. Was sind das für Panzer? Das sind Leos. Das sind alles Leos zusammen mit ein paar angeschlagenen Panzergrenadieren. Zur Not müssen wir uns halt irgendwo zurückziehen. Wir sollten halt schauen, dass wir irgendwo einen Durchbruch schaffen. Hier haben wir... Das sind Belgier. Die haben Challenger. Und Challenger batzen schon gut rein. Die haben nämlich eine gute Panzerung. Und können auch ganz gut austeilen. Die haben eine 18er und die Leos haben eine 16er Frontpanzerung nur. Also daran sehen wir schon, die Challenger sind gut aufgestellt. Wir könnten natürlich hier in diese Lücke entlang der Autobahn reinstoßen. Hier unten im Süden müssen wir uns ein bisschen, da müssen wir gucken. Wir ziehen die Reservetruppen. Ja, die Frage ist, was hat er halt dann noch? Wir gehen mal mit den Reserve. Wir rücken die erstmal zusammen. Frankenberg. Machen erstmal die kleinen Sachen, die offensichtlich sind. Führen hier die Truppen natürlich direkt erstmal nach. Das sind belgische Leopard 1. Ich vermute mal, dass die identisch sind zu den deutschen Leos. Kann ich hier bitte mal... Danke. So, und hier haben wir auch Belgier. Auf was für eine... was für ein Fahrzeug kommen die denn? AIFB... Das scheint dann quasi der belgische Marder zu sein. Die rücken wir natürlich straight hier nach vorne. Das sind wieder belgische Leos. Artillerie. Geht mal hier hin. Und das sind nochmal Grenadiere, die gehen dahin. Ansonsten, hier nochmal, das sind wieder Briten. Das sind quasi die britischen Grenadiere. Zusammen mit nochmal Challengern. Das wird insofern interessant, weil ich mich mit den britischen Einheiten natürlich nicht ganz so gut auskenne. Rein von der Bezeichnung her muss man da tatsächlich gucken. So, hier haben wir Hubschrauber, die kennen wir schon, ja. Das sind die Gazelles, beziehungsweise die Lynx mit den Hellarms, beziehungsweise Itos. Und die haben dann Fitos. Ich bin immer verwirrt, weil das nur ein T ist. So, mal gucken. Das ist Artillerie, Panzergrenadiere. Die Panzer ziehe ich mal hier ran. Und ich würde sagen, wir kämpfen hier zum Einstieg. Was ist das? Okay. Das sind Infanteristen mit ein bisschen Mörsern. Und ich würde sagen... Damit führen wir den ersten
Ach shit, die kann ich nicht mitnehmen. Den ersten Angriff. Verteidiger 16. Ach, guck mal, neuer Patch. Können wir jetzt schon die Karte angucken und müssen nicht erst da reingehen. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr, weil er höchstwahrscheinlich noch aus der Umgebung Sachen mit ranzieht. Dann, komm, Challenger-Panzer. Flugabwehr sehe ich jetzt hier nicht. Dann lasst uns das mal die Challenger-Panzer da mitnehmen. Zusammen mit den Leos. Was hat er denn hier überhaupt? Er hat T-80er und Motorstrelki und Pulemetschiki auf BMPs. Er hat noch 5, 6, 7 T-80er. Okay, wir nehmen... mal die Artillerie mit rein, weil die in nächster Zeit eh nicht kämpfen kann. Die anderen können dann zur Verteidigung benutzt werden. Und wir gucken mal, was wir an Luftunterstützung haben. Da wird bestimmt auch einiges noch in den Runden dazukommen. Wo sind sie denn hier oben? Wir haben... Tornados, nehme ich mal an. Ja, mit ATs, Cluster und HE. Oder wir haben... Das müssten... Oh Gott, Harrier. Mit HE, HE, Cluster, Rockets. Was ist das denn? Bomben. Okay. Harrier. Was soll ich sagen? Wir gucken mal, was er an Flugabwehr dabei hat. Zwei Strelas. Eine Igla. Drei Iglas. Sechs Iglas. Ja. Knapper Sieg. Ich würde sagen... Oh, er nimmt auch Flugzeuge mit rein. Mit den Harriern wird interessant. Die Harrier haben das Problem, dass sie halt... arschlangsam sind und diese Karte kennen wir schon, nur dass wir diesmal die Angreifer sind. So, vielleicht verbrauchen wir nicht die Scouts der... Oh Gott, die Panzer haben gar keine Infanterie. Moment. Okay. Wir haben also ein kleines Scout-Problem, würde ich sagen. Und gefühlt, habe ich den Eindruck, haben sie die Karte hier auch nochmal überarbeitet oder haben wir die dann von der anderen Seite bisher gespielt? Ich bilde mir ein, dass das hier die Wälder anders ausgesehen haben. Yes, Captain. So, geh mal dahin. Der Punkt ist, die Frage ist, welche Punkte wir jetzt bespielen wollen. Was ist das denn? Oh, ein Striker. Wobei Bravo und Charlie fast ähnlich zu spielen sein werden. Fakt ist, ich gehe hier... mit den Challengern direkt rein. Wir haben kaum Infanteristen. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, wir müssen das versuchen, über die offene Fläche zu spielen. Weil wir ansonsten Probleme kriegen, was die Infanterie von ihm angeht. Weil die uns natürlich dann auf kurze Distanz... die Panzer zerlegen. So, hier haben wir das Problem, dass wir... mal zwei Leos... längs der Straße aufstellen. So. Wir müssen mal überlegen, ob wir... ob wir wirklich mehrere Punkte schon oder tatsächlich aus dem, direkt in den Punkt reinpushen. So, die Scouts gehen mal dahin. Und ich hätte ganz gerne noch... Boah, die haben ja wirklich gar keine Scouts. Dann nehmen wir hier den Lux. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Der geht da rein.
Ich höre, Herr Hauptmann. So, die Fliegerfäuste. Dahin. An dieser Koordinate absitzen. Wir wissen ja, er hat Flugzeuge mit dabei. Dementsprechend müssen wir Fliegerfäuste mitnehmen. Einen Scout. Ready, Sir. Der geht mal dahin und ein weiterer Scout geht bitte hierhin. Wir müssten eigentlich auch noch einen Geparden dabei haben. Neuer Befehl. Der geht mal hierhin. So, 26 Punkte. Radio check. Red 1-6. Wir spielen es einfach mal über die Panzer. Wir versuchen es mal über die Panzer zu spielen. Nochmal gucken. Hier ein Striker. I am listening, Captain. Da. Striker. Weil wenn er hier lang kommt, wird es höchstwahrscheinlich schon tricky. So, jetzt brauchen wir natürlich Versorgerpunkte. Oh, ich habe den Eindruck, sie haben hier ein bisschen Balancing betrieben, weil wir tatsächlich deutlich weniger Versorger haben als sonst. Das, okay, die sind größer, die haben 1000 Punkte. Nichtsdestotrotz können wir jetzt nicht mal hier aus den Vollen schöpfen, was die Versorgerpunkte angeht oder die Versorger-LKWs. Liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass die Einheiten schon ein bisschen dezimiert sind. Okay, wir haben noch 11 Punkte. Ready for trophy hunting. Just go, driver. Okay. HE Raketencluster. Wir nehmen mal. So, wir machen unseren Speicherstand. Das wird auf jeden Fall spannend. Und starten mal. Er scheint hier auch deutlich mehr mit reinzunehmen. Das sind dann die ganzen Flugzeuge oder irgendwas. Er hat auf jeden Fall noch mehr mit dabei, als ich dachte. Eventuell wird es doch notwendig, hier mehrere Punkte zu bespielen. Fuck it. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Abgesessene Kampfweise. Da sind sie wieder, unsere heißgeliebten Fliegerfäuste, die nichts treffen. So, da kommt der Harrier. Und noch einen Leichensack. Squadron ready. Den nutzen wir jetzt gleich. Allerdings will ich die Fliegerfäuste wieder in ihren Jeep setzen. Der geht davor. Okay. So, sind die wieder eingeladen? Wen sollen wir mitnehmen? Dann daraus. An dieser Koordinate absitzen. Daraus. Und er soll bitte da rein in den Jeep. So, Harrier. Bomber ready. Versuchen wir gleich mal hier ein bisschen Klartext zu schaffen. Gut. Betankt und auf die geht hier hin. Dort müssen wir hin. Fall back.
So, und da sind schon die ersten Panzer. BMPs, die schießen da auf das BMP, das ist sehr gut. Da geht der BRM raus, sehr gut. So, die Harrier gehen auf die... auf den T-80, auch wenn die mit den Raketen höchstwahrscheinlich nicht viel anrichten werden. Ja, doch, sehr gut. Okay, da kommt ein T-80 von der Seite. Der Harrier ist leer. Okay. Are you sure it's safe there? Gut. It's hot here. At your orders. Enemy spotted. So, der Harrier kommt, aber er kommt höchstwahrscheinlich zu spät, dass der eine Challenger hier noch einen aufs Maul kriegt. Okay, der geht raus, der Challenger geht zurück, die gehen da lang. Der Scout geht nach vorne. Wir sind bei plus 2 für den Gegner. Das ist natürlich nicht gut. Dementsprechend holen wir mal noch... tja, Scouts, ne? What are your orders, sir? Hunting for the enemy. Gehen wir das Lagebild verdichten. Okay. Da haben wir Fahrzeuge. Fullback. Radio check. Red 1-6. Over. Damn, that was close. Okay, noch mehr T-80er. Da. Okay, dann müssen wir erstmal zusehen, dass wir die Flugabwehr rauskriegen. Roger that, Red Leader. I'm all ears. Hunting for the enemy. So, stehen bleiben. Halt! I'm all ears. So. Yes, sir. We got a man down! Enemy spotted. Running out of ammo. Fall back. Waiting for instructions. Oh, hallo, hier drüben ist Party. So, wir wissen, dass da die Flugabwehr steht. Yes, Captain. All ammo spent. It's hot here. Go back slowly. Gut, dann schicken wir die hier rein. Und wir holen uns mal hier den Offizier dazu. Das Problem, dadurch, dass dort die Flugabwehr steht, ist halt...
Halt! Dass wir... Verstanden! Aufführen und vernichten! Red 6, mounted up! Dort nicht mit den Flugzeugen rankommen gerade. Reverse, but keep facing the enemy. This is Red 2, enemy spotted. Ja, die Birusha ist natürlich jetzt ein Problem dafür. Deswegen holen wir mal die Artillerie. Hierhin. Dahin. Dahin. So, wir haben hier den Versorger. Der Scout ist offen. Nicht gut, der Scout geht jetzt leider raus. Wir versuchen mal... Da ist der nächste Scout offen. Im Moment sind das zu viele Panzer für meinen Geschmack. Als dass wir da vernünftig... Nice. Okay, das hat gut funktioniert. Artillerie, Team 0. Feuerschlag unterwegs. Move, move, move. Klar zum Gefecht. KI laden. Das läuft also. Gute Arbeit, Linkschütze. Go on control. Wir holen die Rockets dazu. Anhalten, wir warten hier. Feuerunterstützung bereit. Brauchen halt jetzt Scouts hier. Die Harrier sind ultra laut, ey. BMPs. Was sind Ihre Befehle? Feuererlaubnis. Feuererlaubnis. T-80er. So. Da kommt ein Scout, der muss weg. Roger, search and destroy. This is Red 2, enemy spotted. Loud and clear. So. Igler. Er hat keinen Nebel. Der kann nicht nebeln. Ja, da geht der Scout raus. So viel T-80er auf einen Haufen sind halt deswegen ein Problem, weil sie so viele ATGMs haben. Müssen wir tatsächlich jetzt schauen? Ja, okay.
wie wir da... So, T-80. Geben Sie uns einfach einen Befehl. Da kommt noch mehr auf jeden Fall. Scheiße, was bist du denn? Nice. Ah, der Scout ist schon wieder offen. Damn, that was close. So, hier wissen wir nicht. Oh Gott, ein Trailer. Aua. Alter, sind die Harrier laut, ey. So, da kommt noch eine ATGM von da drüben. Gut, der geht raus. Wir bewegen uns hier erstmal zurück und brauchen einen Versorger. Okay. Dass wir jetzt hier alle Scouts verloren haben, ist wieder super ärgerlich, weil davon haben wir aktuell wirklich nicht viele. Karte nur kurz einordnen. Pfarrer, dort müssen wir hin. Enemy spotted. Roger, search and destroy. Ja, ist noch irgendwas, noch ein BMP. Treffen wieder nicht. Gucken, ob wir uns irgendwie von hier an den Punkt annähern können. Hier im Wald steht auf jeden Fall noch was. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Ready. Watch out for the enemy. Scouts. Dafür, dass er Flugzeuge bisher geholt hat, haben wir davon noch nicht viel gesehen. Boah, die Panzer sind blind wie ein Fisch, ey. Da standen noch Einheiten, da sind sie. Panzer gehen echt ultra spät auf. Damn, that was close. Hält von Freund und Feind nicht viel. Kennt nur Flächenziel. I am listening, Captain. Safety's off, lads. Speer zur Stelle. Sir. Dann versuchen wir es doch mal über den Punkt hier. Wir müssen ja erstmal nur in den Punkt reinkommen. Wir sind ganz Ohr. Enemy spotted. Wirkung im Ziel. Was haben wir denn da schon wieder? Ich hole ja mal noch einen Panzer mit hier hin. Nicht, dass wir hier irgendwie. Captain? Verstanden. Artillerie zu Diensten. Scouts. Feind gesichtet. Ready. Come on, let's go quickly. Okay. BMPs. All ammo spent. Ausweichen. Wohl, Hauptmann.
Leute, das BMP muss aber schon mal raus. Gute Arbeit, Lichtschütze. Ausweichen. Der ist leer. Nicht schießen! Wir geben auf! So, Artillerie. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Enemy spotted. Ladung gefecht. KI laden. Engine is running. We're waiting. We'll deploy at this position. I'm all ears. Zur Marschinformation aufgehen. Ich brauche hier unbedingt einen Panzer, der dem Scout da helfen kann. Warning. Oh, hallo. Okay. Karte nur kurz einordnen. Wir verteidigen den Luftraum. Er greift den Harrier an. So, jetzt zeigt er uns einen Arsch. Feind gesichtet. Winchester, damit. Gut, BMP. So, Artillerie müsste eigentlich gleich schießen. Ja. Dementsprechend gehen wir da rein mit denen. Ja! Ah! Kriegt er die Harrier noch? Verdammt! Wobei, nee, geht mal. Da war nämlich noch. Da war noch ATGM, genau. Artillerie zu Diensten. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Good job, Gunner. Okay. Jetzt kommt er da mit einem Offizier. Radio-Check. Höre sie klar und deutlich. Oder war es einfach nur ein. Full speed, Driver. Ich dachte, es wäre ein Offizier gewesen. Neue Befehle. Rückwärts marsch und zum Feind. Ja, doch, wusste ich doch. Gute Arbeit, nice. Nice. So, die Artillerie schießt. Wo schießt die denn hin? Dass wir die Infanteristen so spät sehen. This is Red 2. Enemy spotted. Aber gut, damit gehört der Punkt uns. Feuerunterstützung bereit. Marschband rollt. Da kommen weitere T-80er. Und der Gepard geht mal dahin. Dran, drauf, drüber. So, verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Baumlinie. So, wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall Flugabwehr. Jetzt führen wir mit plus 2. What are your orders, sir? Let's go, watch out. This is a story we'll tell your grandchildren. Erschossen! Keine Munition mehr! Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? BMP. Zu Ihrem Dienst. Ducken dich! Wir greifen ab! Gute Arbeit, Lichtschütze! Rückwärts marsch und zum Feind! Kette beschädigt, der. Verdammt, ich brauch da. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Kommt, da steht was.
Handgranaten geladen, feuerbereit. This is Red 2, enemy spotted. Nachschub ist nicht alles, aber alles ist ohne Nachschub nichts. Ich krieg's nicht auf. Da. Radio check, höre Sie klar und deutlich. Damn, that was close. Jawoll. Neuer Befehl. Ultrasan, Ziel zerstört. This is Red 2, enemy spotted. Gut, wir nehmen den. Gute Arbeit, Lichtschütze. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanke. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. At your orders. Kommt schon, nehmt das BMP raus. Die Hubschrauber. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Da kommt noch ein Scout. Ein Offizier, sag ich denn. So, die Hubschrauber gehen raus. Nice. Da geht der Offizier höchstwahrscheinlich raus. Noch nicht ganz. Zu Ihrem Dienst. So. Wir wurden getroffen. Ihm ist ausgefallen. So, wo ist denn jetzt hier mein Offizier hin? Braucht jemand Munition? Der ist erstmal leer. Oh, haben die Moontrucks erhöht von 500 auf 600? Feuerbereitschaft aufrechterhalten. Kampfvisier, Feuer! So, die Strela wäre wichtig. I'll report you when I get there. What are your orders, sir? Gut. Ich habe das Gefühl, die haben den Gepard ein bisschen genervt. Achtung, Feind im Nahbereich. So, schieß auf den Hubschrauber, der muss da weg, perfekt. Artillerie kommt, brauche ich nicht mehr. Gut, rein in den Punkt wieder. Jetzt wird unsere Artillerie gecountert. Wünschen, Hauptmann? Das sollen sie ruhig machen. I am listening, Captain. What is it clear? Go ahead. Da ist er offen. Das heißt, wir können sie jetzt angreifen. Da ist noch ein BMP mit dabei, aber das ist mir erstmal egal. Kommt schon weiter. Da geht die Artillerie raus. Come on, let's go quickly. This is Red 2, enemy spotted. Fall back. Okay. Sie wünschen, Hauptmann? Get ready to engage. Da kam eine AT, das ist natürlich nicht so schön. Wir gehen mit den Leos wieder ein Stück nach vorne. Der Gepard geht nach vorne. Aua. Aua. Au, das war knapp. Go back slowly. Da kommen wieder Hubschrauber. Ich glaube, ich hole mal noch einen weiteren Geparden dazu. This is Red 2, enemy spotted. Nice. Nachschub ist nicht alles, aber alles ist ohne Nachschub nichts. Oh, hier, der muss auf jeden Fall zurück. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Feind im Vorfeld, bereit machen. Waffen klar zum Gefecht, jawohl. Wir sind ganz vor. Der BMP muss da raus. Und wir holen hier mal noch ein paar Fliegerfäuste darüber, weil ich habe den Eindruck, er will uns da. Treibstoff, Ersatzteile, Munition. So, der ist leer. Versorger. Der Striker ist nicht gerade die zuverlässigste Adresse hier.
wie ich finde. Panzer einsatzbereit. Okay, ich habe nichts gesagt. Klar zum Gefecht. KI laden. Halte Ausschau nach Ziele. Gut, der Punkt gehört zum Glück uns. Der Gepard nimmt den raus. Ich brauche Versorgereinheiten, ey. Das ist echt krass. Yes, Captain. Volltreffer! Ziel zerstört! Aber gut, wir arbeiten ihn so langsam runter. Waiting for instructions. Okay, da kommen wieder Flugzeuge. I am listening, Captain. Pull back. Gute Arbeit, Richtschütze. Ach doch, nicht der Gepard, der nebeln soll. Ihr sollt nebeln. Systemcheck durchgeführt. Scheiße, jetzt können wir den Offizier höchstwahrscheinlich verlieren. Nee, er schießt auf die falsche Position, okay. Stop here. Nice. Stellungswechsel. Das war wichtig jetzt. Trotzdem hat der höchstwahrscheinlich uns da gespottet. Deswegen gehen wir da nochmal ein Stück zurück. Perfekt. Wie lauten Ihre Befehle? Auf erkannten Feind Feuererlaubnis. Im Breitkeil! Angriff! So, der Offizier fährt nicht rein. Das ist gut für uns. Platoon formed and ready. Schade. Getroffen. IMS ausgefallen. So, hier drüben ist Party. Alpha an alle. BMP. Das heißt, wir holen mal noch einen weiteren Leo dazu. Und die hier gehen nochmal zurück. Na? Er schafft es nicht. Nein, bleib. Nimm's raus. Oh, Scheiße. Feind gesichtet. Gefechtsbereitschaft herstellen. Noch ein Schuss. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, dann bleib aber hier. Ara, langsam, na komm, noch einmal schießen. Flügel gestutzt. Okay, er ist zu blöd. Das Problem ist, hier wird Infanterie stehen. Deswegen will ich den Leo da nicht weiter reinschicken. Warning. Feind im Vorfeld, bereit machen. Ara, langsam, rückwärts machen. Verschossen, keine Munition mehr. Die werden da wohl nicht einfach die Fliegerfäuste verbessert haben. Transportkommando bereit. So. Feind gesichtet. Gefechtsbereitschaft herstellen. Wir bewegen alles. Der ist leer. Move, but watch our flanks. Da kommt wieder Artillerie. Und will da unseren Geparden kaputt machen. Tank ready. Combat speed, driver. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Und der schickt da den nächsten Offizier rein. Den müssen wir natürlich jetzt wegholen. Ready, sir. Stell mal hier noch einen Lux auf, dass der gegen die Infanterie arbeiten kann. So, er repariert die mal. So, wir müssen natürlich jetzt hier den Offizier reparieren. Der ist jetzt am wichtigsten. Treibstoff, Ersatzteile, Munition. Alles, was Sie brauchen. Was sind Ihre Befehle? Das Problem der Challenger ist, dass sie nicht besonders schnell sind. Anhalten, wir warten hier. Feuer und Bewegung. Wo braucht unsere Feuerkraft? Bravo 1, hier Bravo.
Hört doch mal auf, immer automatisch gleich zu nebeln. Ja, hier sind die Fliegerfäuste wieder so bedingt geil. Da kommt Artillerie auf die letzte Position. Good job, Gunner. Ausweichen. Verstanden. So, sehr gut. Neuer Befehl. Der Challenger geht nach vorne. Wir müssen den Punkt wieder einnehmen. Panzer einsatzbereit. Good job, Gunner. Hunting for the enemy. So, und da ist jetzt Infanteriejagen angesagt. Was kommt da über die Brücke gefahren? Ein BMP. Okay. Challenger muss in den Punkt rein. Sonst kommen wir hier irgendwann nicht weiter. Da versucht er mit seiner Artillerie wieder unsere Flugabwehr anzugreifen. Okay. Wo will er hin? Er will hier rüber. So. Aua! Ja, gut, da verlieren wir einen Leo. Den hat er gespottet gehabt von hier irgendwo. Natürlich nicht so schön. Das gefällt mir nicht. So, die Scouts gehen mal dahin. So, erstmal die hier vorne. Die sind näher dran. Ah, die Motorstrecke, kriegt man die noch? Dieser Ferre, das ist echt ein Witz mit seiner 7,62. Artillerie. Er will da wieder unsere... unsere Geparden haben. So, das Ding ist aber, um es zu gewinnen, müssen wir ihm halt alle Moralpunkte wegnehmen. Und wir haben nur noch 25 Minuten Zeit. Die Frage ist, ob das funktioniert. Oder ob wir hier nicht lieber auch gucken sollten, in den dritten Punkt reinzukommen.
So. Ich meine, er hat noch genug auf dem Feld stehen, so ist es nicht. Aber ich würde mich da jetzt nicht unbedingt drauf verlassen wollen. Dass wir ihm da wirklich alle Punkte wegnehmen. So. Wir müssen erstmal den T-80 da fokussen. Wie sie alle vorbeischießen, ey, geil. So, wir brauchen aber für die... Mal gucken. Okay, zurück. Zurück. Der Hubschrauber ist raus. Okay. Das UAZ, ist das bewaffnet? Maschinengewehr, ja. So, die teilen wir mal auf. Dann können die nämlich hier auch nochmal auffrischen. So, nice. Gut, jetzt können wir hier halt entsprechend erstmal Spaß haben. Und hier gucken wir mal. Ich befürchte, er hat hier irgendwo was stehen. Wir probieren das trotzdem. Können wir da noch einen Scout mitgeben? Ah, zwei Scouts, kommt. Dass wir in den Punkt da noch reinkommen. So, die Geparden halten Kontakt. Kommt noch ein Fahrzeug. Das bist du. Besorger. Okay. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich befürchte, dass er nicht mehr genügend Moralpunkte auf dem Feld stehen hat, dass wir das noch gewinnen können, indem wir in... Oh, hallo. Da steht noch irgendwo was. Er hat gerade eine ATGM auf uns geschossen. Ja, da. Noch ein T-80. Artillerie. Okay. Und unsere Versorgungssituation ist ja auch nicht gerade die beste. Da fährt noch was weg. Das ist auch ein Versorger. Wir könnten natürlich versuchen, die Versorger zu jagen. Das Problem ist nur, wenn da halt noch irgendwelche Einheiten dazwischen stehen, wird es schwierig. So, was bist du? Oh. BRDM zeigte mir witzigerweise nicht an, was er für eine Bewaffnung hat.
So, was ist denn da? Ein Scout-Helikopter. Den greifen wir mal an. Und ich versuche jetzt hier mal... Oh, da ist noch ein BMP. Okay, da kommen wir also nicht so einfach ran. Nee, hör auf damit! Ich will das... Ah, hallo. Er hat meine Scouts hier gesehen. Mal her. Was macht er denn da? So, wir versuchen den Scout-Hubschrauber wegzukriegen. Und du... Komm, der Scout-Hubschrauber muss weg. Das nützt mir sonst überhaupt nichts. So, die greift nochmal das BMP da an. Wow! Da verlieren wir noch einen Harrier und da sind Infanteristen. Da ist noch ein T-62. Der geht natürlich auf den Offizier. Das war jetzt irgendwie zu erwarten. Und da kommt das gleiche Spiel nochmal. Okay. Aua. Oh, die Fliegerfäuste machen wahnsinnig viel, nämlich nichts. Was haben wir hier? Einen Versorger. Sag mal, liebe Fliegerfäuste, wie wär's denn mal? Haben wir noch einen Versorger? Haben wir irgendwo noch einen Versorger? Scheiße. Verdammter Axt, wir haben keine Versorger mehr. Wir müssen jetzt einen Versorger umleiten hier. Oh, scheiße. Wie sieht's denn hier drüben aus? Da ist noch ein Fahrzeug. Was bist du denn? Ein Scout. Okay, pass mal auf. Dann... Ach, hier haben wir auch noch einen. Dann leiten wir den mal um. Die Fliegerfäuste gehen weiter nach vorne.
Und wir versuchen ihn jetzt einfach aus dem Punkt rauszukriegen. Er hat noch 71 Moral. Wir haben grundsätzlich einen super Job geleistet hier. Hat die Artillerie von da geschossen? Oh, da ist noch ein T-80. Hallo, mein Freund. So, interessant. Wir haben den Punkt erstmal. Damit führen wir jetzt mit plus 4. In 8 Minuten wäre es vorbei. Da ist noch ein BMP. Das ist natürlich gefährlich, weil es jetzt hier ein Scout noch nicht ganz rausnimmt. So, der T-80 geht raus. Sehr gut. Noch ein T-80 weg ist immer perfekt. So, was haben wir da noch? BMPs. Ich dachte eigentlich, dass die Artillerie irgendwo von hier geschossen hätte. Ja gut, ich will es nicht riskieren. So, der Punkt gehört uns. Das ist sehr gut. Damit können wir einen der Scouts zurückziehen, den Offizier auch. Die steht da. Okay, wir versuchen das mal von der Seite. Beziehungsweise... Da ist noch ein Versorgerpunkt. Da sind noch eine 30 mm. Die könnte ekelhaft für uns werden. Lass die nicht nochmal schießen. Mach mal lieber anders. Wir... Guck mal. Wir gucken, was er noch an Flugabwehr hat. In 3 Minuten haben wir gewonnen. Da kommt noch mal ein Flugzeug. Die haben schon genebelt. Ach, guck mal. So, was macht er hier drüben? Okay. Nimmt zum Glück nichts raus. So, Artillerie schießt. Parallel kommt der Harrier. Perfekt. Nimmt dann noch ein BMP raus. Der Versorger. Wird nicht so wirklich getroffen. So, 2 Minuten 30. Was haben wir da noch? Ein BTR. Der Versorger geht nicht wirklich raus. Die nehmen die 30 mm raus. Kriegen wir den BTR noch. Yes. Sehr gut. Da geht noch ein Scout raus. Das ist wertvoll. Und da kommt der Versorger. Können wir ihm den jetzt klauen? Noch ein Scout, der rausgeht. Scheiße. Ja, da war noch ein BMP. Okay, da verlieren wir noch einen Scout. Ist natürlich super ärgerlich jetzt. Wir verlieren höchstwahrscheinlich noch einen Challenger jetzt. Jawohl. Ja, haben wir zum Schluss noch mal ordentlich aufs Maul bekommen. Der Scout war unnötig. Nur weil ich diesen Versorger haben wollte. Den Challenger hätten wir nicht verhindern können. So, und der hat jetzt keinen Sprit mehr. Das ist natürlich ziemlich absurd. Okay, dann nehmen wir den Versorger noch raus.
Es sind noch 30 Sekunden. Hier drüben ist noch eine Artillerie. Wobei ich nicht glaube, dass wir an die noch rankommen werden. Es sind noch 14 Sekunden. Der Leo kommt da jetzt, glaube ich, zu spät. Als dass wir die da... wobei... Nope, 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 nope. 3, 2, 1. Schade. Auf die Infanterie kann er nochmal schießen, aber sei es drum. Der Schuss kommt nicht mehr an. Boah, da haben wir hier echt ein großes... Level Up hatten wir das nicht letztens erst? Ein großes Auftaktmatch geschlagen, würde ich sagen. 19 Verluste, 180 auf seiner Seite. Aber es sollte klar sein, dass er natürlich Verstärkungen ranruft. Zwei Harriers. Challenger, Scout. Scouts sind ekelhaft, weil wir davon nicht so viele haben. Und wir nehmen sie aber raus, die Einheit. Das ist schon mal ganz gut. Drängen ihm hier also zurück. Wir sind noch nicht im Spiel angekommen, würde ich sagen. Das war jetzt nur der Auftakt für die erste Runde, wo wir jetzt erstmal uns sortieren müssen und vor allen Dingen gucken müssen, dass wir uns gut aufstellen, weil ich davon ausgehe, dass er einiges an Gegenangriffen spielen wird. Das werden wir uns dann in den nächsten Folgen anschauen. Eventuell müssen wir da auch ein bisschen erstmal zurückgehen. Wir kennen das ja aus den vorherigen Kampagnen. Ich bin gespannt, ob sie es ein bisschen anders darstellt. Oder ob wir wirklich am Anfang erstmal ein bisschen zurückgehen müssen, um dann ja, in der zweiten Hälfte dann in den Gegenangriff zu gehen. Und vor allem, wir sehen es auch, es sind 21 Runden. Die Kritik gab es ja auch, warum das immer 12 Runden nur sind. Diesmal sind es fast doppelt so viele Runden. Ich glaube, hier werden wir bis weit in den Oktober beschäftigt sein, denke ich mal. Aber schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne Daumen nach oben da. Mein Danke geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt. Game One Fan, Kulle, Kirtano, Carbine, Heimdall, Rico, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.